schicken die Jacke an, wenn es warm ist, die kann ich nicht. Nein, wir brauchen auch was für dazwischen. Ja, Ecke ist zu sehen. Komm her. Ja. Wir müssen jetzt hier die Decke wieder abstützen. Wir müssen hier diesen HIB 120 einbauen. Da wird jetzt alles noch rausnehmen sollen. Und die Decke wieder abstützen wie beim vorherigen. Müssen wir wieder aufmachen. Und dann wollen wir das Mauerwerk rausnehmen, den Träger einsetzen. Und dann sollte es das eigentlich gewesen sein. Ein bisschen abfangen. Ja, weil er da so viel freigekloppt hat, ne? Ja. Normal würde ich wieder vergießen. Ja, muss so gucken, dass wir von oben her dann ein bisschen wegstemmen. Hier können wir was vormachen, können ein bisschen wieder was reinmachen. So seine Kabel muss ich sowieso anders dran legen. Naja. Ganz ungewohnte Perspektive noch von der Treppe bis auf die Achenbachstraße gucken. Gut so. Ja. Hier ein bisschen die lange Seite noch ein bisschen abfangen. Es ist nicht schlimm, aber besser ist es. Oh, das muss das Eisen da sein. Ja? Freie Sicht auf freie Bürger, ne? Bei mir jetzt erstmal das Vorderstellen vorsichtshalber.
Ja, auch nicht, dass ich dann. Du musst eine Ebene nehmen. Was? Die Schoss? Nee, die Spieße. Sonst wirst du deinen Träger nicht reinnehmen. Nee, schiebt ja, es ist hier nur, hier nur was auf die Ecke gestellt. Du musst sie komplett wegnehmen. Den Anschlag lass mich hier. Ja, ja. Was ist das? Weil sonst haben wir das Gefüge eventuell. Ja, ja, nee, ist kein Problem. Deswegen. Das Wichtige ist, so gut wie möglich die Statik zu berücksichtigen. Das andere, das muss man hinterher hinkriegen. Ja, ich drücke die Tür ja auch noch ein Stückchen. Kann ich ja dann. Tja, das Kind kann sich das Video dann auch angucken, ne? Was eben gefragt hat. Ja. Runter und das haben wir so anderthalb, zwei Zentimeter dann, die wir dann untersuchen können und fertig. Dann können wir morgen die Stützen wegnehmen, das ist morgen fest. So machen wir das. Jetzt machen wir Frühstück. Hey. Oh.
Wohin? Im Träger. Ja, geht doch um die Schütze. Gut so. Wir können es lassen. Ja? Da unten müssen wir noch was ausstellen, der Betonbolzer noch ein bisschen, wo die Spitze aufsitzt. Und da oben. Dann wollen wir das vergießen oder wollen wir es vermörteln? Vermörteln reicht eigentlich. Das Eisen ist ja noch drin. Dann machen wir das mit Mörtel zu und festen Stein. Ja, das statisch, wenn auch mal was vergießt, denke ich, statisch bringt das nicht mehr viel, weil der Verbund ist ja nicht mehr so da. Ne? Drücken was rein. Halten wird's ja der Träger. Ausstemmen. Ja, musst du so ein Stückchen. Was raus hier wollen wir sowieso noch. So muss ich sehen. Mache ich die doch hier im Bett drauf. Ja, ich hatte schon. Weißt du? Kleines Stück zurück. So, fest. Hier. Ja, will ich also vielleicht noch eine kurze Einleitung, die ich das mal machen. Hallo, liebe YouTube.
Fans. Wir sind im Rapsenhaus, der Stahlträger, der an der Stelle der bisher vorhandenen Mauer zwischen Küche und Wohnzimmer steht. Der ist eingebaut. Die Firma Rennert hat das also fast fertiggestellt. Es muss die Baustelle noch abgebaut werden. Und da kann man auch mal Worte des Lobes sagen, zumal der Name, der geht mir ja gut über die Lippen. Weil ich ja selber so heiße, aber in der Firma Rennert heißt wohl keiner mehr so. Allein schon seit drei Generationen ist die von mir gerne. Ja, das sind also auch Nachfahren, aber über die Bayern für die schon verstanden. Genau. Okay, also mein Lob ist also voll zutreffend, denke ich mal, weil wir haben das ja vor ein paar Wochen besprochen. Der Herr Reis, ne, Philipp, wie der Telefonerfinder, ne? Ja. Genau, wie der Telefonerfinder, kann man sich aber auch gut merken. Der hat mir kurz nachdem ich im Angebot gebeten hat, geantwortet. Wir haben das hier durchgegangen. Er hat auch sehr kreative Vorschläge. Wir wollten erst im Keller dann noch irgendwas unterfangen, aber er hatte eine gute Idee und da haben wir also einiges gespart. Das kann man auch sagen, dass die Beratung da hervorragend war. Und das ist jetzt nicht eine bezahlte Werbung, sondern das ist einfach mein Gefühl. Ja. Okay, wenn wir da auch noch was sagen wollen hier zu der Baustelle. Es hat gut geklappt. Von Zulieferern mit Stahlträger, Weidehebeln, Kran und so weiter. Und mir sind keine Komplikationen eigentlich zugetragen worden von euch jetzt. Und heute mit dem kleinen Stahlträger einbauen, das hat auch ganz gut geklappt. Rote Punkt läuft noch. Ich gehe mal kurz raus, du Wurst, der sieht schwarz. Können wir noch weiter. Gut. Jetzt wäre das heute ja einfach am besten. Nee. So, jetzt kannst du ausmachen. Das ist jetzt mal hier Thema. Platz ohne Ende. Schon eine Heizung weniger. So, ist gut. So, das ist jetzt der 120er. Genau. Etwas kräftiger. Ja. Ja, mit einer, ja, mit 66. Passt ja ganz gut drin in der Mitte. Ja, es sieht ganz mehr. Wir haben es ja, da gemacht, wo es Feuer war. Ja, 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 macht auch Sinn. Und dann behält der Grundriss noch seine Möglichkeit. Ja. Schön. Statiker habe ich ja gehört, beziehungsweise gesehen, ist auch zufrieden. Macht will es auch. Okay, gut, dann passt ja alles. So, dann muss jetzt nur noch der Elektriker ein bisschen Kunstgriffe machen. Ne? Ja, ja. Der kommt ja mit seinen Leitungen etwas besser rum als wir mit dem Stahlträger hier. Ne? Ja. Schön. Ach ja, aufgeschaltet ist auch. Habe ich alles soweit fertig. Morgen können wir das Werkzeug wegholen, die restlichen Stützen hier rausmachen. Ja, klar. Und dann hoffentlich hält es. Sind wir fertig. Das wird schon halten. Da ja, keine ist ein Stein. Ja, das ist immer etwas, das ist ganz gut, dass die Ecke noch mit weg ist. Dann sind wir ein bisschen freier in den Variationen, wo wir die Tür hinmachen können. Ja. Können wir ein bisschen schieben. Ne? Aber mal schauen. Sehr schön. Wunderbar. Dann bedanke ich mich. Ne? Alles klar. Jo. Also, schönen Tag noch. Ebenso. Vielleicht ne? Bis zum nächsten Mal. Oder bis zum nächsten Mal, weil das Wetter genießen ist. Ne? Alles klar. Und Sie schicken mir doch mal dann die genaue Adresse zu. Einblenden. Ja, was man da Baustelle haben muss. Eine Flasche Bier und was zu essen. Genau. Na dann. Aber alkoholfrei. Ich versuche mich auch mal. So. Na dann. So. So. Ja, Prost. Prost. Na? Ist aber alkoholfrei. Also. Das ist extra. Okay. Wollen wir mal festhalten. Ja, genau. Das ist noch ein bisschen früher am Tag sonst. Ne? Okay, dann guten Appetit. Ne? Gut. Schwenken wir mal rum in den Garten. Es wird Frühjahr. Nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde bei den Pflanzen. Oh Mann.